Hallo und willkommen zur allerersten Folge von MoveTube. In diesem Format werde ich einige Movesets meiner Pokémon, erstmal meiner Pokémon vorstellen, bis irgendjemand irgendwelche Wünsche hatte. Und ja, diesmal fangen wir, weil ich noch halt keine Wünsche von irgendjemand hatte und weil es das einzige ist, wo ich gerade noch mein Squirt auswendig kenne und gerade zu faul war nachzugucken. Mein Kokowai. Ich meine natürlich Gott. Kokowai ist, nun ja, man kann es, was weiß ich, wie spielen. Auf jeden Fall, meine Art und Weise ist asozial. Ich möchte jetzt eben gucken, wie der Shiny aussieht. Der Shiny sieht merkwürdig aus. Passt, würde aber zu einem Kapilz passen. So. Auf jeden Fall wollen wir hier jetzt erstmal in die Stats gehen. Und man sieht hier erstmal eine ziemlich gute Spezialangriffs-Base. Und von den Def-Werten her ist die physische Def um einiges besser, aber trotzdem eher mittelmäßig. Der HP-Wert ist auch ganz nett, aber auch nicht wirklich zu gut. Aber auf diesem Set ist es halt ziemlich wichtig, dass man einen Schlag mindestens aushält. Und deswegen sollte man sich bei diesen Def-Werten, die eigentlich ganz gut sind, aber auch nicht schlecht, also die nicht gut sind, aber auch nicht schlecht, aber halt ziemlich mittelmäßig, sollte man sich gucken, ob man sich auf einen festlegt, wo man das Pokémon dann sicher reinwechseln kann, um dann den Gegner so lange zu nerven, bis er keine Lust mehr hat. Oder halt, damit man halt gut seine Attacken rausbringen kann, wie zum Beispiel die Stachelspore oder den Delegator. Wobei ich die Stachelspore bevorzuge. So, also auf jeden Fall würde ich hier komplett in die HP und in die physische Defensive gehen. Und der Rest geht dann halt in den Spezialangriff, um halt sicher das Pokémon reinzuwechseln und den Gegner mit einer Stachelspore zu paralysieren. Vom Wesen her kann man dann entweder in den Spezialangriff oder in die Defensive gehen. Oder man verbessert doch ein bisschen die Spezialdefensive. Ich persönlich gehe in den Spezialangriff, da dieser später noch ziemlich nützlich werden könnte. So, von der Fähigkeit her eindeutig Harvest, denn Harvest ist OP und dadurch, dass wir hier Harvest, okay, Harvest ist nicht OP, aber auf diesem Set ist es ein Arschloch-Move, eine Arschloch-Fähigkeit. So, vom Item her ist deswegen auch gleich klar, die Citrus-Beere, von der ich gerade nicht weiß, wie sie heißt, Citrus-Berry, okay, fast genauso. So, die Moves. Die Moves habe ich vorhin schon ein paar genannt. Wir werden hier, weil es halt sehr praktisch ist und weil Gott ziemlich langsam ist, also Kokowai, einmal in die Stachelspore gehen. Wo war die? Ich weiß nämlich gar nicht, wie die heißt. Stunspore, so heißt sie. In die Stunspore. Und in den Substitute, also den Delegator. Um halt den Gegner zuerst mit einer Stachelspore zu paralysieren und dann, mit ein bisschen Glück, ist man dann sogar schneller. Wobei da sogar ein Plus-Init-Wesen ganz praktisch wäre, wenn man das haben möchte. Um dann halt den Substitute rauszulegen. Und halt, aufgrund von Harvest, kommt man nicht unter 50% mit ein bisschen Glück. Und muss dann einfach entweder auf die Full Para hoffen, oder darauf, dass der Gegner es nicht schafft, den Substitute beim ersten Schlag zu zerstören. Was ich bezweifle. Dann, um einen Heal-Move zu haben, der man mit diesem Set ziemlich schnell wenig HP hat durch den Delegator, weil der Harvest ja nun eine 50%ige Chance hat, ist der Giga-Drain eigentlich noch ziemlich praktisch, der Giga-Sauger, um sich halt, wenn man unter 50% ist, sich nochmal hoch zu heilen. Und dann kann man sich eigentlich das aussuchen, ob man lieber in den Psyshock oder in Psychic geht. Ich persönlich bevorzuge da Psyshock, um halt speziell defensive Pokémon noch gut treffen zu können. Zumindest einigermaßen. Damit sind zum Beispiel Gengars auch. Aber ich meinte eigentlich Simsalas, ziemlich schnell am Arsch. Also ich würde hier Psyshock nehmen. Und ja, das Einzige, was man mit dem Kokowai noch machen kann, ist es Gott nennen. Gucken, ob einem die Shiny-Form gefällt. Und Gott ist männlich. Ja, das war's dann halt mit der ersten Folge von MoveTube. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr eine Idee hattet, welches Pokémon ich noch vorstellen könnte. Und ja, bis zum nächsten Mal halt, ne? Ciao!